Aloha, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Weiter geht die Reise, beziehungsweise unser Backtracking geht in die nächste Runde. Beim letzten Mal haben wir die Insel Akala ein weiteres Mal erreicht und sind direkt zum Schattendschungel geflogen, denn da hatte ich richtig in Erinnerung, dass wir hier noch einen, beziehungsweise sogar zwei Stärkefelsen verschieben konnten. Das haben wir beim letzten Mal Offscreen am Ende ja nicht ganz geschafft, weil mein Nintendo 3DS anscheinend einen Wackelkontakt mit der A-Taste hatte. Der ist auf einmal wieder da. Was ist denn? Was ist hier los? Die A-Taste funktioniert schon wieder nicht. Ich wollte gerade eben sagen, die A-Taste habe ich Offscreen noch mal wieder ein bisschen rumprobiert. Scheint wieder zu funktionieren, aber der Wackelkontakt scheint jetzt auf einmal, wo ich wieder aufnehme, da zu sein. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Okay, die A-Taste scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, was das los ist. Sorry, aber ja, ich bin nur gerade etwas irritiert. Auf jeden Fall, womit ich trotzdem Probleme hatte, abgesehen von der A-Taste, war, dass wir diesen Stärkestein mit Machomai richtig verschieben konnten. Denn irgendwie habe ich noch nicht so richtig herausgefunden, wie man Machomai den Befehl geben kann, zu stoppen, dass er aufhören soll, den Stein zu verschieben. Irgendwie, wirklich irgendwie, habe ich es dann doch offscreen geschafft und wir können uns jetzt hier weiter Richtung Ausgang fortbewegen und mal gucken, wo wir rauskommen. Route 8. Ein schöner Ausblick auf die Route 8. Und wir finden auch noch zusätzlich eine TM. Und zwar eine richtig gute TM53, den Energieball. Die TM-Suche geht also ebenfalls weiter. Ich glaube, seit den letzten drei Folgen müsste das jetzt unsere fünfte oder sechste sogar schon, unsere sechste neue TM gewesen sein. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt, auch hierher zurückzukommen. Aber ansonsten haben wir hier, glaube ich, im Schattendschungel nichts weiter zu schaffen. Können wir von hier aus fliegen? Können wir. Dann will ich diese Option mal eben wahrnehmen. Und ich würde sagen, da wo wir gerade rausgekommen sind, auf der Route 8, fliegen wir einfach jetzt nochmal hin und bewegen uns diesmal auf der unteren Ebene ein bisschen entlang. Denn es kann sein, dass mein Gedächtnis mich trübt, aber ansonsten habe ich tatsächlich keine Stelle mehr in Erinnerung hier auf Akala, wo wir noch Stärke hätten einsetzen können. Deswegen tut es mir abermals leid. Ich weiß, das nervt man hier vielleicht sogar mittlerweile schon, dass ich mich dauernd entschuldige. Aber ich habe jetzt nochmal vor, die gesamte Insel, also Akala, auch nochmal eben zu umrunden. Ich hoffe, es geht einigermaßen schnell. Wo geht es hier lang? Ach, das war doch das Fossilienlabor, oder? Genau. Da scheinen wir aber immer noch nichts machen zu können. Zeitlimit, bla bla bla. Ne, hier können wir anscheinend auch immer noch nichts machen. Schade, schade. So, Schutz müssen wir gerade mal nicht reaktivieren. Aber die A-Taste scheint jetzt doch wieder besser zu funktionieren. Bin ich dann doch ein bisschen froh. Aber die Frage ist weiterhin, was haben wir hier? Ah, toll, jetzt sollte ich den Schutz vielleicht doch nochmal wieder aktivieren. Denn sonst fallen uns wilde Pokémon an, wie zum Beispiel ein Trompec, vor dem wir hoffentlich gekonnt davonlaufen können. Level 18, das sollte wohl im Bereich des Möglichen sein. J. Sei Dank. So, und damit wir nicht noch mehrere Unterbrechungen bekommen, der nächste Superschutz drauf. Ich glaube, wir sind mit 70 Superschutz gestartet. Dafür haben wir jetzt schon eine ganze Menge verschwendet. Energieball können wir mal ganz kurz gucken. Das können nämlich unser Umbra, unser Traumagil und auch unsere Gloria lernen. Und ich glaube, gerade für Gloria wäre das gar nicht mal so schlecht. Bei dem guten Spezialangriff. Wobei, wenn man so überlegt, was trifft Pflanze denn gut? Pflanze trifft Gestein effektiv, trifft Wasser effektiv. Da hätten wir allerdings Donnerblitz bzw. Lichtkanone für. Und Energieball
würde auch noch Boden gut treffen. Okay, da haben wir jetzt nichts sehr Effektives, aber ich denke, den Ruheort möchte ich erstmal gerne behalten. Aber Energieball könnte vielleicht stattdessen noch etwas für Umbra sein. Ladestrahl, Zauberschein, Psychokinese, Spukball. Oh, auch schwierig. Spukball auf jeden Fall drin behalten. Den Zauberschein möchte ich auch gerne behalten. Die Psychokinese eigentlich auch. Ladestrahl ist halt nett, weil es den Spezialangriff eventuell noch erhöhen könnte. Ah, wisst ihr was? Wir lassen den Energieball erstmal außen vor. Aber auf jeden Fall trotzdem nett, den mit in der Tasche dabei zu haben. So. Superschutz haben wir aktiviert, ne? Ich glaube schon. Sonst hätte uns wahrscheinlich schon ein weiteres wildes Pokémon angefallen. Und wir laufen nochmal die ganzen Wege ab, die wir eigentlich schon mal abgegangen sind und die wir eigentlich schon sehr gut kennen. Ich glaube, lauf auch mal links und rechts immer so und guck ein bisschen, ob wir eventuell noch irgendein neues Event triggern können. Wie zum Beispiel, war doch im letzten Part, oder? Als wir am Anfang des letzten Partes den Friedhof von Mele Mele nochmal besucht haben und dort etwas Neues passiert ist. Solche Kleinigkeiten, wenn es sie denn hier noch gibt, würde ich auch gerne, zu gerne entdecken. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Weder Vulkanpark. Und was mir auch gerade jetzt so nebenbei auffällt, was mir aber allerdings auch schon vorher aufgefallen ist, ich glaube, es gab noch kein Pokémon-Spiel, wo es so viele verschiedene Soundtracks gab, oder? Denn hier in Sonne und Mond hat ja fast jede Route, fast jedes Gebiet eine eigenständige Musik, oder? Wobei dieser Vulkanpark hat, glaube ich, keinen eigenen Soundtrack. Denn ich meine, den habe ich auch schon irgendwo anders gehört. War es nicht sogar auf dem Mondscheinpodium? Ich weiß es nicht. Ach, und hier haben wir noch Kiabe. Aber der will immer noch nicht kämpfen. Da hat ja auch jemand von euch geschrieben in den letzten Kommentaren. Was heißt in den letzten Kommentaren? Liegt schon ein bisschen zurück, dass wir hier gegen Kiabe im Pokémon Mond wohl nicht kämpfen können. Aber ich glaube, wir konnten, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, nochmal die gute Mao, so hieß sie doch, oder? Oder die Pflanzentrainerin, bei der wir die Prüfung im Schattendschungel hatten. Die hieß doch Mao, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hätten wir die, glaube ich, auch nochmal nach der Prüfung in irgendeiner Stadt aufsuchen können. Aber ich glaube, die Chance haben wir vertan. So, ich will immer wieder, ich falle immer wieder drauf rein, ein Pokémon mit Fliegen raussuchen. Brauchen wir ja nicht. Ich weiß, ich weiß. So, wir fliegen nochmal kurz zum Eingang des Veda-Vulkanparks zurück. Wäre wahrscheinlich jetzt sogar schneller gegangen, wenn ich das zu Fuß gemacht hätte. Oder wo landen wir jetzt überhaupt? Landen wir am Gipfel? Nein, wir landen direkt am Eingang. Genau hier wollte ich hin zurück. So, da unten war noch ein bisschen Wasser, aber ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Doch, ich meine schon. Ich guck mal ganz kurz. Mit Lapras mal kurz das Areal abgeschwommen, aber ich bin mir fast sicher. Okay, hier ging es auch nicht weiter. Doch, ich kann mich aber erinnern, dass wir hier irgendwo mal zurückgekommen sind. Also hier waren wir definitiv auch schon gewesen. Deswegen gucken wir uns hier jetzt nicht großartig weiter um. Sagte er und tut's trotzdem. Was haben wir da? Hä? Achso, das ist nur ein Felsen. Das sah gerade so aus, als hätte man da drunter durchkriechen können. Dem war aber nicht so. Okay, weiter zurück. Immer wieder, immer weiter zurück. Backtracking Deluxe ist, glaube ich, das häufigste Wort, was ich jetzt in den letzten Parts immer wieder in den Mund genommen habe. Avenue Royale, ich erinnere mich, hier waren noch diese Battle Royale Kämpfe und hier war dieser Supermarktladen. Wir können mal kurz reingehen, aber ich glaube, auch da gibt's nichts Neues, oder? Ich glaube, der begrüßt uns jedes Mal mit seinen Rabattcoupons. Ja, vielen Dank. Du schnappst dir überglücklich die Coupons. Ja, 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 hör auf, mich voll zu quatschen. So. Aber wartet mal. Ich habe so, wo ich jetzt wieder gerade drüber nachdenke, ganz dunkel in Erinnerung, dass irgendeiner von den Verkäufern gesagt hat,
dass wir nach einer bestimmten Zeit nochmal hierher zurückkehren sollen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal ganz kurz gucken, was verkauft sie denn so? Eine Skorillo-Skulptur. Ich glaube, da hatten wir sogar beim letzten Mal hier eine gekauft. Was verkauft er? Achso, er verkauft die stinknormalen Items hier, die wir jetzt nicht mehr unbedingt brauchen. Ich glaube, es war er hier, oder? Billiger geht's nicht. Die haben alle so den gleichen Standardspruch anscheinend. Die verkauft Pokebälle. Und ich glaube, zu dir sollten wir nochmal irgendwann zurückkommen. Aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Ah, okay. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Wenn wir der stärkste Trainer von Alola sind, sollen wir hier nochmal her zurückkommen. Sprich, wenn wir wahrscheinlich die Pokémon-Liga gewonnen haben. Oh, sorry, kurzer Räusperer. Ich hoffe, ich denke im Nachhinein, das rauszumuten. So, die Frage ist, könnten wir theoretisch, wenn wir wollen würden, nochmal am Battle Royale teilnehmen? Wahrscheinlich ja, allerdings habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Interesse momentan daran. Machen wir vielleicht nochmal nach der Pokémon-Liga, würde ich sagen. Aber jetzt heißt es erstmal weiter gucken, weiter erforschen. Achso, das ist nur Nektar, ne? Ja, rosa Nektar. Ich dachte gerade, das wäre ein Zygarde-Würfelteil, das wir damals übersehen hätten. Nein, ich übersehe gar nichts. Hust, hust. Okay, das war das Avenue Royale. Boah, ich kenne mich hier auf dieser Insel gar nicht mehr aus. Jetzt sind wir auf der Route 6. Da links ging es irgendwo zur Ranch. Da kann ich mich noch dunkel daran entsinnen. Wo ging es denn hier lang? Der gerade Weg führt zur Route 6. Beziehungsweise wir sind gerade auf der Route 6. Und jetzt sind wir auf der Ohana Farm, wo wir den Schutz auf jeden Fall gleich nochmal neu drauf sprühen. Oh, haben wir ein Item übersehen? Krasse Sache. Ultra wichtig, dass wir diesen Heilball jetzt noch relativ spät gefunden haben. Ach und guck, hier war die Dingensfarm, beziehungsweise das Pokémon Hort. So heißt es ja ab sofort, seit dieser Generation. Wo wir Pokémon zur Pflege geben können, aber auch daran habe ich momentan kein Interesse eigentlich. Aber wo wir gerade hier sind, als wir das erste Mal hier waren, auch da wurde mir in den Kommentaren geschrieben, hätten wir nochmal mit einem Pokémon sprechen können, was uns dann ein Item gibt. Und ich glaube, das war hier oben links irgendwo. Ich glaube, das war ein Tauros oder ein Miltank. War es eins von euch beiden? Hallo Miltank. Das klang irgendwie ein bisschen kränklich. Okay, ich glaube, du warst das, oder? Ich glaube, das war dieses Tauros. Ja. Tauros! Ah, guck mal, sogar ein kleines Event wird dabei ausgelöst. Das Tauros, da ärgerst du besser nicht. Von dem fängst du dir sonst ganz schnell einen Tritt ein. Tauros sind ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon. Aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist das auch kein Wunder. Es ist noch ganz neu hier auf der Farm. Eigentlich würde ich es gerne über Pokémon Bier nutzen, aber ich kann es ja schlecht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Ich schätze, das ist ein Fall für die Herren des Hauses. Oder besser gesagt, die Herren der Farm. Die hat ein Händchen für sowas. Die Herren der Farm? Ich rede von der Herren der Ohana Farm hier. Die kriegt jedes noch so störrisches Tauros in den Griff. Dann hol sie doch mal her. Aber du hast natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen jetzt die Herren der Farm. Die wird das schon für uns richten. Die möchte ich mal gerne kennenlernen. Kommt sie jetzt? Okay. Und da haben sie ja schon, die Herren der Farm. Miltank! Hallo, Herren der Farm. Irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, oder? Dass eine Kuh eine Leiterin der Farm ist. Das hat irgendwie etwas Skurriles. Wenn Miltank hier sich erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspenstige Tauros ganz schnell und ist auf einmal so handsam wie ein Voltilan. Miltank! Okay, die Synchro für Miltank war ein bisschen merkwürdig.
So, ich habe keine Ahnung, was die beiden da jetzt treiben. Der Hammer wäre jetzt, wenn Tauros das Mehltank einfach wegstößt. Und es fliegt Kilometer weit weg. Nö, das passiert anscheinend nicht. Da hört ihr es, mit so einem störrischen Tauros überhaupt nicht zu spaßen. Sieht aus, als bekäme da selbst die Herren der Farm so ihre Probleme. Messer zu kriegen könnte erstmal ein wenig überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, was sagst du? Willst du mal eben einen Kampf gegen das Tauros bestreiten? Später vielleicht? Nee, sicher doch. Wobei, wie gesagt, diesen Kampf hätten wir, glaube ich, schon viel früher machen können. Dann gib alles. Halbherzig wirst du diesen Kampf nicht gewinnen können. Wow, nach langer Zeit mal wieder ein kleiner Kampf. Und warum kämpfen wir gegen ihn? Pokémon-Züchter Malik? Okay, es ist sein Tauros. Aber warum wirft er den Pokéball? Das Tauros war doch schon draußen. Egal. Mal wieder ein Kampf nach längerer Zeit. Und zwar mit unserer Gloria Level 15. Okay, das wird keine Herausforderung. Da greifen wir einfach mal zum Donnerblitz. Und da bin ich mir relativ sicher, das wird Tauros nicht überstehen. So viel zum Thema überschüssige Energie. Ach, das ist total gut. Dir oder dem Tauros, dass es gegrillt wurde? Ich habe keine Ahnung. Da bist du ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Und das Tauros schaut auch ein wenig umgänglicher drein. Tauros! Der geballten Ladung von dir und Miltank hatte das Tauros dann doch nichts mehr entgegenzusetzen. Danke dir, du bist und bleibst die Herren der Farm, Miltank. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Miltank! Dank dir kann ich jetzt endlich durchstarten mit der Pokémobil-Ausbildung für das Tauros. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Eine Scope-Linse. Cool. Ich glaube, Scope-Linse erhöht auch die Treffergenauigkeit. Also können wir durchaus gebrauchen. Pokémobil ist schon eine feine Sache. Davon haben nämlich endlich auch die Leute was. Die keine Trainer sind. Okay, das war so ein kleines Nebenereignis, kann man schon fast sagen. Was ich damals übersehen habe, was wir jetzt aber auch mal nebenbei eben abgeholt haben. Ganz cool. Aber das hält uns leider nicht davon ab, weiter durchzustarten. Was winkt er hier rum? Okay, er hat aufgehört zu winken. Nichts Besonderes anscheinend. Was ich mich aber gerade frage, wo war Mahos zu Hause? War das hier? Oder war das hier nicht sogar das Zuhause von Kiave? Das meine ich mich auch irgendwann mal in einem Kommentar gelesen zu haben, dass da, wo die ganzen Magma hausen, irgendjemand wohnt. Ich meine, es wäre einer der Captains gewesen. Aber egal. Ich meine, es wäre sogar Kiave gewesen. Aber den haben wir ja vorhin erst gesehen. Der steht immer noch da ganz oben im Vulkanpark herum. Ansonsten können wir hier, glaube ich, auch nichts Neues finden. Deswegen verlassen wir mal diese Westernstadt, die ihren ganz eigenen Stil und Charme hat, wie ich finde. So, da haben wir einen Bärenbaum, aber Bären sind mir relativ egal. Auf dieser Route hier konnte man noch Evoli fangen, oder? Wenn ich mich gerade nicht täusche, zu einer 5%igen Wahrscheinlichkeit. Also, die 5%ige Wahrscheinlichkeit ist, dass man hier einen Evoli finden kann. Und wir hatten ja damals einen Evoli gefangen und das zu Nachtara entwickelt. Unserem wunderschönen Luna. So, hier scheint auch nichts weiter gewesen zu sein. Und dann sind wir jetzt auch schon in der Hauptstadt, oder? Von Akala. Nämlich Kantai City. Ach, und da war dieses eine riesen Hotel. Da könnte ich mir jetzt auch wiederum vorstellen, das könnte ein Ort sein, wo wir etwas Neues triggern könnten. Aber auf den ersten Blick scheint hier auch nichts Neues zu sein. Ihr beiden wart auch schon, glaube ich, da, ne? Ich glaube schon. So, hast du irgendwas Neues zu sagen? Nö. Einfach nur herzlich willkommen. Ich glaube, die war auch schon vorher da. Blablablub. So, Starmie war auch schon da. Ne, hier gibt's aktuell auch nichts Neues. Und was mir
gerade noch im Augenwinkel aufgefallen ist. Ich glaube, die Vasen haben noch die Form von... Tatsächlich, die Vasen haben eine Form von... Wie heißt das Pokémon noch? Rollmops, hätte ich fast gesagt. Ah, wie heißt es denn? Das kleine Wal-Pokémon. Die Vorstufe von Walreißer. Mir ist gerade der Name entfallen. Sowieso, Pokémon aus der dritten Generation, da sind mir immer noch viele Namen zwar geläufig, aber haben sich nicht so gut ins Gedächtnis eingebrannt wie andere. Vor allem von den ersten beiden Generationen und von der vierten, die ich sehr intensiv gespielt habe. Ich glaube, die Namen habe ich wesentlich besser drauf, als die dann danach dazugekommenen. So, ich überlege gerade, können wir hier noch irgendwas machen? Ich kann mal kurz auf... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte kurz auf die Karte. Nein, ich wollte dich auch nicht anquatschen, Rotom. Halt die Backen. Pokémon-Liga wollen wir noch nicht. So. Alle guten Dinge sind drei. Dann können wir hier nämlich nochmal kurz gucken, was es hier so gibt. Akala Küstenstreifen, Ruinen des Lebens. Da könnten wir vielleicht noch hin. Ach, und Kunikuni City gibt es ja auch noch. Stimmt. Hier war ansonsten noch das DFI. Da könnten wir vielleicht auch nochmal eben vorbeischauen. Hanohano Resort Hotel, da war auch ein Attackenhelfer, interessant. Der Hanohano Strand. Ach stimmt, da war auch noch der Nebenjob. Uferstolderer. Wenn wir Gold, wenn wir Geld bräuchten, könnten wir da auch locker hin. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch schon fast alles erkundet. Ich gehe nochmal eben kurz zum DNI. Eine schöne Abkürzung. Was ist ausgesprochen? Heißt, habe ich leider vergessen. Irgendwas mit Dimensionsinstitut. Werden wir gleich nochmal eben erfahren. Denn ich glaube, das war hier irgendwo. War es nicht sogar hier? Das war, glaube ich, hier, ne? Dimensionsforschungsinstitut. Ja, DFI, genau. Gucken wir hier mal kurz rein. Ob die hier irgendetwas Neues herausgefunden haben mittlerweile. Wahrscheinlich wissen die weniger als wir. Denn wir waren ja sogar... höchstpersönlich selbst in einer dieser anderen Dimensionen. Vielleicht können wir das hier irgendjemandem mitteilen, was sie dann wiederum zu ihren Forschungszwecken benutzen könnten. Ach, und guck mal, sie ist da, die Frau des Professors. Das meiner weiß ich nicht, wahr? Dann will ich dir das hier überreichen, um deine Sieggebühren zu feiern. Oh, hätten wir, glaube ich, auch schon längst abholen können. Einen Wahrspiegel. Was ist das denn? Habe ich noch nie von etwas gehört. Das ist ein Wahrspiegel. Dieser lässt Boreros, Voltolos und Demetriros ihre Form wechseln. Ach, der Spiegel ist das. Alles klar. Um, ich glaube, dann in Tiergeistform zu kommen. Ist das richtig? Wenn ich mich gerade nicht täusche. So ein Spiegel kann einem echt Angst machen. Wenn ich nämlich nach einer durchgearbeiteten Nacht in den Spiegel blicke, erkenne ich mich oft auch nicht wieder. Aber das gilt wohl wahrscheinlich... denn so? Das ist noch irgendein Buch, wo ich nicht... Doch, ich kann daran. In dem Regal sind viele Unterlagen über die Traumkluft. Eine Kluft zwischen der Welt und der Träume und der Realität. Okay, sonst können wir da nichts lesen anscheinend. Alles klar. Hier noch irgendwas? Das sind Fotos, die Professor Burnett und Professor Kukui gemeinsam zeigen. Aber ich glaube, das haben wir auch schon vorher alles gesehen. Die ganzen Bücher hier haben wir, glaube ich, auch schon gelesen gehabt, als wir das erste Mal hier waren. Okay, hat sich also mehr oder weniger gelohnt. Ein weiteres Item haben wir dadurch abgestaubt, was wir hätten schon vorher längst holen können. Aber psst, weiß ja keiner. So, besser spät als nie. Wieder raus mit uns. Ich glaube, zum Hafen, zum Pier müssten wir jetzt nicht unbedingt, oder? Wo führte der Weg noch hin? Ich kenne mich hier doch nicht so aus. Ach, jetzt sind wir wieder auf der Route 6. Genau, das war der alternative Weg. Alles klar. Dann. Würde ich schon wieder fast sagen. Glurak, wir brauchen nochmal deine Dienste. Denn ich würde gerne nochmal den südlichen Teil hier nochmal eben abgehen. Vielleicht konnten wir im Diktatunnel noch etwas machen. Gab es da noch irgendeinen Stärkestein? Wenn es irgendwo noch etwas zum Verschieben gab, dann wahrscheinlich dort. Fletcherhügel, Fossilienlabor. Lass uns mal zum Diktatunnel gehen. Vielleicht finden wir dort noch etwas.
Und wie üblich habe ich mal wieder nicht so ganz auf die Zeit geachtet. Ich glaube aber, wir müssen auch schon so langsam wieder zum Ende kommen. Das sind die Ruinen des Lebens. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also hier sind auf jeden Fall Stärkesteine. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall noch etwas zum Verschieben, aber eigentlich dachte ich, dass wir jetzt beim Diktatunnel sind. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist der Akala Küstenstreifen. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir erneuern erstmal den Schutz. Das ist die erste Maßnahme. Und die zweite wird sein, dass wir hier vor den Ruinen des Lebens diesen Part von Let's Play Pokémon... Hallo, dreh dich, Junge! Mond beenden werden. Und beim nächsten Mal werden wir dann das Stärkestein-Schiebe-Rätsel dort hoffentlich lösen und mal gucken, was wir dort für eine kleine, bestimmt eine kleine Belohnung bekommen werden. Wir finden es heraus beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.